Zweiter Tag und wieder geht's hin zur Messe. So, wir laufen jetzt mal rein, damit ihr mal diesen weiten Weg seht, den ich jetzt schon zweimal hinter mich bringen musste. Nein, ich filme mich den ganzen Weg nur mal. Ach, Tür geht so. Damit der Zuschauer mitleiden kann. Ja, genau. Ewig weit. Das ist jetzt nur mal der Eingang. Und das geht jetzt noch dann da hoch. Und wenn wir da oben sind, mach ich nochmal. So, jetzt sind wir oben angekommen. Sehen wir mal hier kurz mal alles Leere, was nicht genutzt wird. Und wir müssen immer noch weiter. Und zwar jetzt über den Außenhof oder sowas. Da haben wir auch schon das harte Empfangskomitee. Ja, was die. Jan meint gerade, die Sicherheitsvorkehrungen sind schon zu krass. Ja, es ist ja schon hier, wie. Es wird man abgeführt. Wir haben den Kickers. Ja, ganz heimlich. Und weiter geht's. Hier haben wir die Spezialisten für Alienabwehr oder Überfälle von irgendwelchen gemeinen Jedis. Den wollen wir eigentlich auf beiden Seiten. Tote König. Ah, sogar Geschenke vom Toten König, super. Sehr schön, danke. Das was bringt? Duell der Generation. Wer begeht den ersten Fehler und drückt ab? Ich finde es echt super. Und hast du alles mit der Airbrush gemacht? Das ist dein Lob aus berufenem Munde, das nehme ich gerne an. Seid ihr eigentlich, habt ihr einen Stand hier mit Phantasos? Nee, ich bin nur hier, um jetzt mit Phantasos ein bisschen zu filmen. Akquise auch? Oder habt ihr auch Akquise hier dann? Ja. Und auch am heutigen Tag laufen die Wachen des Imperiums Streife, um die ahnungslosen Spieler vor den Horden zu beschützen. Ja, ein bisschen Trash-Talk am Morgen ist voll in Ordnung. Ich finde die auch von der Bemalung her sehr schön. Auch die Dämonen-Bases sind der Knaller, wie sich daraus. Ja, meint es nicht so, muss ich sagen. Es geht hier ums Aussehen halt, ja. Und das ist halt, ich schon, mein, überlegt habe, wie meine Bildbox jetzt eigentlich hängt, ist dann schon direkt diese White Bases geholt. Aber die finde ich, da muss ich sagen, finde ich das, glaube ich, nervig. Ja, ja. Was davon hast? So, okay. Zu was gehört denn das hier? Das gehört zu Level 2 bzw. Flying Games. Okay. Das ist ein. Ah, ist ja geil, ist ja spielbar. Ja, das ist ein Müllrecycler, der über alten Müllhalten fährt. Aha. Vorne mit dem Laser die großen Stücke klein schneidet, okay, den Müll unten einsaugt, verhütet. Und hinten dran, es gibt eine lange Reihe Fahrzeuge, die jetzt hier leider fehlt, die fertigen Kisten, die ausgeliefert werden hier, entsprechend abtransportieren. Das ist ja cool. Und das ist alles selbst gebaut gerade, oder? Das ist komplett selber gebaut. Okay. Aus Papier bzw. Pappe. Mhm. Selbst entworfen von Markus, entsprechend. Also. Markus? Von ihm? Der Mann im blauen T-Shirt. Komplett selber geschliffen, geklebt, ein bisschen gemalt, also entsprechend hier mit Farbe. Aha. Okay. 120 Stunden etwa. 120 Stunden ist ordentlich, ja. Sieht das super aus, Profil auf den Reifen, damit er auch nicht rumrutscht. Genau, also vorne, für den, um den Müll noch mit Platz zu drücken, um die vorzugraben, die Stachelräder. Hinten super. Dann die Gummigripper, damit er entsprechend vorwärts schieben kann. Ja. Das ist entsprechend cool durchdacht. Wie gesagt, eine ständige Besatzung. Das Szenario um das Ganze drumherum ist, dieser Müllcrawler bewegt sich praktisch auf ein Dorf vor von Wilden, die in diesem Müll leben. Okay. Die Wilden
Szene natürlich kommen, ist ja klar. Unzubersehbar ist er. Wahrscheinlich. Wir greifen ihn entsprechend an, um ihn aufzuhalten. Die Wachmannschaft muss ihn verteidigen. Es gibt ein dreiteiliges Szenario dafür. Und wir können das dementsprechend super schon aus. Mit Wachmannschaft und so weiter. Ja. Heiße Sache. Also, wir haben es doch schon auf dem Tisch gehabt, aber wie gesagt, zum Bespielen ist das doch immer so ein bisschen schwierig. Ja, natürlich. Weil man muss es ins richtige Gelände haben, passt hin. Also, er kommt durch die Straßen. Also, das entsprechende Gelände, also, es sieht auch super aus, was ihr hier gemacht habt. Ja, ich habe die letzten 4 Tage nochmal ein Bild gebastelt, um alles fertig zu bekommen. Ah, kleines Schaf, kleines Toilettchen. Auch hier entsprechend Dach abnehmbar, aha. Tür beweglich. Super Sache. Super Sache. Ja, okay. Oh. Einmal ums Karat herum. Dazu gleich. Und das Ganze nennt sich Level 2. Level 2, genau. Ist ein Tabletop, das darauf zielt, also ein Skirmisher, der darauf zielt, dass man jede Figur, die man hat, benutzen kann. Okay. Also, es gibt keine eigenen Figuren dazu. Wir sind mit den Soldaten auf dem Plakat dran. Aber die Idee ist, dass man Figuren hat, die einem gefallen und die soll man benutzen können. Ne? Gibt's vorteilhaft? Definitiv. Also, für Sammler und sowas, ja. Das wirklich dann entsprechend umsetzt, ja. Die Armeeliste ist entsprechend offen. Man kann also praktisch dann auch die Gruppe so aufbauen, wie man es will. Mhm. Es gibt keine 10-Mann-Trupps im Start, sondern eine Gruppe steht aus 3 Mann, hat einen Anführer, kann aber mehr Mann haben und entsprechend Aufrüstungen bekommen, also die Möglichkeiten. Okay, stehen. Also es ist so ein generisches System sozusagen. Ein bisschen praktisch generisch, genau. Es gibt Sachen, die sind fix zu kaufen. Also Waffen meine ich. Hier entsprechend sind dann die Ausrüstung und Waffen drin mit festen Kosten. Okay. Aber wie man das verteilt, ne, ist egal. Also du kannst in der Gruppe alle gleich ausrüsten oder sagen, der kriegt die fette Rüstung und die tolle Waffe und der andere hinten dran scharfe Zugewehr beschützt ihn. Ne? Also solche Sachen sind möglich. Okay. Und damit die Leute dann auch mal sehen, kann man das irgendwo einsehen und sich mal kurz angucken oder so? Gibt es da auch was dazu? Die Webseite, leider haben wir keine Filmdemos oder irgendwas, aber... Ja, also, wie gesagt, okay. Also auf die Webseite, heißt die Level 2 oder? Ja. Heißt es Flying Games, hier unten. Flying Games, Leute, damit ihr da mal gucken könnt, was Level 2 ist. Ja. Im Forum anmelden, Fragen stellen, wir sind jederzeit gerne bei Auskunft und Hilfe bereit. Mhm. Also ihr könnt euch im Forum anmelden, gar keine Probleme, dann nochmal Fragen stellen, wenn ihr genauere Interessen dazu habt. Oder Fragen... Und dann könnt ihr euch da gerne mit den Leuten dann auseinandersetzen, so wie ich das gehört habe. Ja, dann danke ich dem Herrn. Gregor, alles klar. Ich bin der Marcel. Danke. Hier, das ist die Größe von dem 15 mm Dreamforge Leviathan. Das ist cool. Hat dann mal mit seiner Maklerin gesprochen, die den Preis angesetzt habe. Das ist aber der weil er halt immer im Fall vollständig gut hat, cool, ja.
So, der zweite Tag ist jetzt auch vorbei und jetzt geht's erstmal was essen. Gut, endlich wieder angekommen von der RPC. Zurück nach Hause, auf die Arbeit.